Ja, meine Freunde, ich wünsche euch ein ganz tolles 21. Soll auf jeden Fall besser und freier werden als 20. Und danke für die ganzen Nachrichten. Bitte verzeiht mir, wenn ich schreibe nur in das Kästchen, weil das sind dann halt so 700, 800 Nachrichten. Die muss ich alle einzeln öffnen. Und das ist echt extrem. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall über jede einzelne Nachricht. Aber freue mich natürlich auch, wenn ihr das da reinschreibt. Und jetzt gehe ich mal zum Sport. Und ich habe gar keinen Bock auf Sport. Überhaupt 0,0. Gar nichts, aber ich mache es einfach schnell, kann ihm ein paar Fragen beantworten und genau, dann habe ich das auch gemacht, gar nicht drüber nachdenken. Und ich hoffe, ihr seid schön reingekommen, habt schön gefeiert, nutzt die Chance jetzt nochmal mit dem Matrix-Prinzip raus aus dem Drecksrad zu kommen in 2020, das war echt ein krasses Jahr, also da muss wirklich jeder verstanden haben, was da los ist auf der Welt und genau, bis später. Ja, meine Freunde, nochmal zu dem Sport, den ich jetzt mache. Ich habe gar keinen Bock. Aber worauf kommt es an? Nur auf das Ergebnis. Alles andere interessiert mich. Cecil, so viel Sport kann ich nicht machen. Ja, und an die Ernährung immer zu halten und so gesund und so, das geht auch nicht immer. Und man geht halt gerne mal feiern und trinkt Alkohol und vergiftet sich. Und Zigaretten rauchen ist auch okay. Kann man nicht immer. Cecil, du musst auch mal dein Leben genießen. Dir geht's doch bestimmt schlecht. Und du hast auch bestimmt Mängel. Oder nicht? Außerdem so mit Job irgendwie Ziele haben, das ist ja gar nicht normal. Also das ist ja schon ein bisschen krampfhaft. Und dann sich mit allen Menschen gut zu verstehen und keinen Stress zu haben. Das ist ja wohl total ungesund, hat mein Arzt auch gesagt. Weißt du, wo alles anfängt? Mit der Kommunikation mit dir selbst und mit dem Gift, was wir uns selber in unser eigenes Gehirn reinpressen und mit der Story, die wir selber über uns haben. Damit startet alles. Ich wusste das auch alles nicht. Es ist zu krass. Damit startet alles. Beispiel, gestern Silvester, ich so... Ja, cool, ein Feuerwerk, neues Jahr. Vor 20 Jahren, Alter, Silvester, das war für mich das Ereignis des Jahrtausends. Ich habe immer Monate auf Silvester hingebangt. Aber das Ereignis ist das Gleiche. Jetzt sehe ich das anders. Das Leben ist so, wie ihr das selber seht. Finde ich Sachen geil, finde ich die nicht geil. Und mit dem ganzen Leben, diese Stories, die wir in uns reinprügeln, die stimmen meistens nicht. Und es ist völlig egal, es kommt immer aufs Ergebnis an. Oh, ich kann kein Vitamin T kaufen, Apotheke war zu. Scheißegal. Wenn du einen Mangel hast, bist du am Arsch. Den Körper interessiert es nicht, ob du... ...eine Ausrede hast. Dies und das und ja, ich konnte, ich hätte, wollte, könnte, müsste, gleich morgen, übermorgen, hab gestern, der Partner und dies und das und hast nicht gesehen. Scheißegal. Dein Weg. Das ist die Story, die du dir erzählst. Alle die Ausreden stimmen nicht. Okay, deswegen, wir können jetzt starten. Das mit dem 50% Rabatt, ey, das kommt nicht. YouTube-Löschung, Weihnachten, das jetzt nach heute vorbei. Feierabend, okay? Das ist sowieso schon viel zu günstig. Wer hat 5-mal sein Hobby zum Beruf gemacht und ist erfolgreich geworden? Das Wissen, was ich aus 20 Jahren da reingepackt habe, ist unbezahlbar. Okay, jetzt könnt ihr es nochmal nutzen. Und richtig durchstarten. 21 soll richtig geil für jeden werden. Ich versuche so viele Menschen wie möglich aus diesem Drecksklavensystem rauszuholen. Und es wird so geil. Yes. Und mit was habe ich es verwirklicht, zumindest schon mal ein Stück weit und bin aber immer noch mittendrin im Matrix-Prinzip. Ich weiß, vielleicht nervt es den einen oder anderen schon, aber ich sag euch, es ist das Nonplusultra.
Das Verrückte ist ja, ihr habt ja nicht nur den mentalen Teil im Matrix-Prinzip, sondern ihr habt ja auch noch die Gesundheit. Und die Gesundheit ist so essentiell wichtig. Für mich ist es das Allerwichtigste, weil ich natürlich auch aus der Gesundheitsbranche komme und aus medizinischer Sicht ist es einfach top.